wenn jemand zu Besuch ist, ein bestimmter Angehöriger, und er den Raum verlässt bei einer Sterbebegleitung, dass genau in diesem Moment der Angehörige verstirbt. Ja, okay. Das ist manchmal total merkwürdig. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich total, ja, dass ihr euch dieses Video anschaut. Dominik, schön, dass du wieder da bist. Hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Im letzten Video haben wir über die Streiks an den Unikliniken gesprochen, darüber, warum ihr gestreikt habt. Wir haben viel über die Arbeitsbedingungen in der Pflege gesprochen. Wenn ihr das Video verpasst habt, dann könnt ihr es euch einfach nochmal anschauen. Wir verlinken es euch unten nochmal. Und du hast auch besonders über die emotionale Belastung auf der Intensivstation gesprochen. Genau. Also die Belastungen auf den Intensivstationen sind generell halt körperlich schon fordernd, aber wir dürfen nicht vergessen, der Aspekt der emotionalen Belastung ist halt auch sehr groß, da wir tagtäglich halt mit Leben und Sterben immer in Berührung sind und wir halt sehr, sehr viele Patientinnen haben, die bei uns leider auch versterben. Das ist manchmal mein täglich Brot, aber es gibt zum Glück auch mal ein, zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch mal einen Monat, wo das eher weniger ist oder vielleicht nicht in meiner Schicht. Aber das ist schon, ja, natürlich, das ist schon sehr viel. Also wir haben leider sehr viel mit Sterben zu tun. Wie wirst du darauf vorbereitet in der Ausbildung? Und wie ist das? Vielleicht auch beim ersten Mal. Erzähl gerne mal. In der Ausbildung werden wir halt überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, ach, was krass. So die Praxis angeht. Das heißt, wir lernen so ein bisschen, wie Menschen halt sterben, also die verschiedenen Sterbephasen, oder wir schauen uns Modelle an, wie Angehörige reagieren. Aber so Kommunikation, wie geht man damit um, wo geht man auch mit seinen eigenen Sorgen hin, das, ja, das fällt immer ein bisschen kurz aus. Und da fühlt man sich manchmal, besonders so anfangs, wenn man die ersten Sterbefälle hat, schon so ein bisschen alleine gelassen. Ja, klar. Und ich finde es da zum Beispiel auch sehr, sehr schade, dass wir auf der Intensivstation nicht standardmäßig eine psychologische Betreuung haben. Mhm. Gerade für euch, aber natürlich auch für die Patientinnen dann, ne? Ja, klar. Also man muss ja immer den Aspekt sehen, wir sind natürlich emotional auch mit beteiligt, ja, aber weniger als zum Beispiel Patient, Patientin selber oder die Angehörigen. Und die Angehörigen nehmen einen riesen Part in unserer Arbeit ein. Und die Sterbebegleitung zum Beispiel finden in der Regel, wenn wir die Zeit haben, mit den Angehörigen am Bett zusammen statt. Und diese Gesprächsführung muss man auch ein Stück weit erstmal ein bisschen lernen. Und wir lernen es halt so eher in der Praxis, so learning by doing. Und ja, das ist manchmal schon eine Herausforderung. Stellst du dir da irgendwie manchmal die Frage, was nach dem Tod ist oder wie es dann weitergeht? Wie ist das auch in dieser Zwischenzeit irgendwie, der Moment, wenn Menschen gerade sterben? Wie erlebst du das? Ist eine sehr schöne Frage, weil ich mich tatsächlich so, besonders in der Anfangszeit, sehr oft gefragt habe, so, wie geht es eigentlich weiter oder was kommt danach? Und ich glaube, ich habe viel Erfahrung gesammelt durch den Austausch mit den Angehörigen. Und das war immer sehr interessant auch zu sehen, wie die das empfunden haben. Und teilweise haben Menschen da so spirituelle Sachen für sich wiederentdeckt, die sie eigentlich gar nicht mehr gemacht haben. Krass. Und was man halt deutlich merkt, ist so in dieser Situation, wenn es in den Sterbeprozess geht, dass alle Leute irgendwas suchen, um sich festzuhalten. Mhm. Und oft ist es halt meistens eine religiöse, eine religiöse Komponente, die sie brauchen. Also ich involviere oft die Seelsorge. Ja. Und die hole ich oft mit ans Bett dann, und dann sprechen wir gemeinsam und die nehmen dann vielleicht die Ängste oder die reden dann auch über die Sachen. Was hätten sie sich denn gewünscht, die Angehörige, was jetzt passiert, was nach dem Tod kommt oder ähnliches. Und dann kommt man ein bisschen in Austausch. Und natürlich in dem professionellen Setting, wenn man mit am Bett steht, dann redet man da auch relativ nüchtern drüber. Man hört sich das an, man ist eher stützend. Und also ich versuche dann immer so, die Leute abzufangen und sage so, Mensch, wie lange waren Sie denn verheiratet? Oder was haben Sie so erlebt? Wo waren Sie gerne in Urlaub? Und dann lernt man die Leute ein bisschen kennen. Und dann hört man manchmal auch raus, ach, die sind ziemlich gläubig oder die wünschen sich irgendwie danach im Wasser verstreut zu werden, weil die daran glauben, dass sie dann irgendwo mehr als Tier wiedergeboren werden. Also es gibt ja die unterschiedlichsten verrückten Sachen und das finde ich eigentlich so schön, auch wie die unterschiedlichen Kulturen damit umgehen. Ich hatte auch schon eine afrikanische Familie, die getrommelt hat am Bett. Ach was. Also wirklich, dann standen die da mit 15 Leuten und haben getrommelt und das ist irgendwie dann, verabschieden die Seele und danach kommt dann was. Und ja, all diese Aspekte habe ich dann irgendwann für mich mal zusammengenommen und ich glaube auf jeden Fall, dass irgendwas danach kommt. Also was werden wir nie wissen,
Ne? Zumindest aber, nicht, während wir leben. Genau, während wir leben nicht, aber ich glaube da schon fest dran. Ich finde auch, manchmal merkt man halt auch so Sachen, die man einfach nicht beschreiben kann. Zum Beispiel das Phänomen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, wenn jemand zu Besuch ist, ein bestimmter Angehöriger, und er den Raum verlässt bei einer Sterbebegleitung, dass genau in diesem Moment der Angehörige verstirbt. Ja, das ist manchmal total merkwürdig. Oder wir hatten auch schon Situationen, da ist eine Tochter 650 Kilometer entfernt gekommen und der Angehörige ist genau in dem Moment verstorben, wo sie ankam. Und das sind so Sachen, die kann man schwer, glaube ich, in Worte fassen oder schwer begreifen, aber wenn man sie halt oft miterlebt und mitbekommt, dann glaubt man auch irgendwann daran. Ich stelle es mir auch auf eine Art irgendwie ein bisschen entlastend vor, so in deinem Beruf, ne, nicht zu glauben, ja, der Mensch ist dann halt jetzt komplett weg, sondern da ist noch irgendwas. Irgendwas gibt ja auch noch Hoffnung. Das hilft dir ja auch, um irgendwie in den Momenten präsent zu sein und auch natürlich deinen Patientinnen und Patienten dann irgendwie Mut zu machen. Ne? Ja, klar. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das ist etwas, wo wir uns sehr viel Mühe geben, die Angehörigen immer gut einzubinden und auch selber einen starken Part mit einzunehmen in der Begleitung. Das heißt, ich versuche, wenn es die Zeit zulässt, halt oft auch reinzugehen, zu schauen, hat er noch Schmerzen, der Patient, hat er Luftnot, gibt es irgendwas anderes, möchte er vielleicht anders liegen, können die Angehörigen irgendwas gebrauchen, brauchen die kurz ein offenes Ohr, möchten die was trinken. Das sind viele Kleinigkeiten vielleicht, wo man jetzt denkt, naja gut, mal was zu trinken bringen, ne? Aber das macht manchmal wirklich den feinen Unterschied, weil die Leute dann das Gefühl haben, sie werden ernst genommen und sie kommen auch mit einem ins Gespräch. Krassen Beruf, den du hast. Und umso wichtiger, dass ihr auch genau für sowas Zeit habt, ne? Also, dass ihr euch wirklich mit Menschen, die einfach gerade total leiden und auch gerade mit den Angehörigen auseinandersetzen könnt, euch Zeit nehmen könnt, mit denen reden könnt und so. Ne? Das wird mir jetzt irgendwie umso bewusster, dass das so ein elementarer Teil auch deines Berufs ist. Definitiv. Weil du einfach am Bett und mit den PatientInnen einfach dabei bist, ne, vor Ort und so. Ja, das ist einer unserer wichtigsten Merkmale auch, was so Intensivstationen oder so kritischen Bereichen halt betrifft, weil man halt sehr, sehr viel Kontakt damit hat. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Zeit haben, weil eine Sterbebegleitung geht auch immer unterschiedlich. Das heißt, man kann nie sagen, bis Stunde X oder bis Tag X, sondern es ist immer sehr individuell. Jeder Mensch nimmt sich seine eigene Zeit, bis er verstirbt oder sie verstirbt. Und diese Zeit muss man den Leuten auch einräumen. Und deswegen braucht man auch selbst als Pflegekraft die Zeit, um dann halt auch da zu sein. Hast du denn irgendwie einen Tipp oder irgendwie so einen, keine Ahnung, Schritt 1, 2, 3 für Menschen, vielleicht Berufseinsteiger oder Menschen, die irgendwie gerade selber mit dem Thema Tod und Sterben zu tun haben? Ich glaube, es gibt kein Patentrezept, was man rausgeben kann. Es ist ein sehr individuelles Thema und jeder geht mit Emotionen auch anders um. Aber es gibt so ein paar Sachen, die man immer im Hinterkopf behalten kann. Und das ist immer darüber zu sprechen, wenn es einem auch selber irgendwie nahe geht, wenn man merkt, das ist jetzt eine sehr junge Person, das nimmt mich mit. Oder ich hatte Fälle, wo die Angehörigen sehr betroffen waren, weil es eine sehr plötzliche Geschichte war, ein sehr krass akutes Ereignis. Und das war alles sehr dramatisch. Und da muss man sich dann vielleicht mal zurücknehmen und kann auch offen und sollte auch offen im Team kommunizieren, hey Leute, ich brauche vielleicht hier Unterstützung oder ich kann das jetzt gerade nicht gewährleisten. Und das ist auch völlig okay. Ich glaube, dass man halt positiv weiter durchs Leben gehen muss und dann wird das auch. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, sich auch selber zu erlauben, auch zu trauern, ne? Ja, genau. Also du hast es gut gesagt, Trauer. Jeder trauert, wie er möchte. Da sollte man sich auch keinen Druck machen. Nur weil man vielleicht keine Träne verdrückt, heißt es nicht, dass man nicht trauert. Und jeder soll es für sich machen, wie er meint, dass es richtig ist. Aber genau, schon großzügig auch Hilfe annehmen, weil das darf man in der Situation. Dominik, vielen, vielen Dank für den super persönlichen Einblick ja auch in diesen Teil deines Berufs. Ja, danke, dass ich den Einblick geben durfte. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Findest du, Tod und Sterben und darüber zu sprechen ist ein Tabu und man sollte darüber eher nicht so sprechen? Oder kann es vielleicht auch hilfreich sein, so wie Dominik, wie du gesagt hast, ne, einfach damit ganz offen umzugehen, auch mit seinen Emotionen, auch mit den Schwierigkeiten, mit denen, die man damit hat? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Und nochmal tausend Dank, Dominik, für den Einblick. Sehr gerne. Und dass du da warst. Vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.